Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem dritten Crowdsourcing-Event, diesmal im Lesesaal. Ihr hört mich nicht besser. Das Mikrofon ist für den Film. Es wird ja live gestreamt. Deshalb. Und es läuft. Gut, okay. Also nochmal. Recht herzlich willkommen zum dritten Crowdsourcing-Event hier an der ETH-Bibliothek. Es wird aufgenommen, wie ich Ihnen schon geschrieben habe. Es wird live gestreamt für die, die nicht hier sein können. Und das wird dann auch noch auf unserem YouTube-Channel in ein, zwei Wochen online gestellt, falls Sie es noch nachhören sehen wollen. So, ich habe schon die erste Folie online. Genau. So ein bisschen eine Zusammenfassung, was Sie denn eigentlich sind für uns. Was Sie alles geleistet haben, wieder, seit wir uns zum letzten Mal gesehen haben. Das war im Januar letztes Jahr, als wir das MapShot inauguriert haben. Also Sie sind eine sehr, sehr treue Crowd. 16 von Ihnen sind jetzt schon zum dritten Mal hier. 22 zum zweiten Mal und ein paar zum ersten Mal. Das finden wir natürlich auch sehr toll. Dann haben wir eine Top 30, die ist eigentlich, seit wir das betreiben, seit Januar 2016, extrem stabil. Da gibt es nicht viel Änderung. Auch in der Top 10, die ist relativ stabil. Ich rede heute aber nicht nur über Statistik, das wurde mir letztes Mal auch schon mitgeteilt. Aber trotzdem, es ist trotzdem eindrücklich. Zwei, drei Zahlen bringe ich halt trotzdem, aber ich werde dann auch noch inhaltlich mit aufs letzte Jahr zurückblicken. Eben 10%, die Top 10, macht 78% aller Kommentare. Und das ist schon, wenn man dann schaut, wie viele Kommentare in den letzten 3,5 Jahren zusammengekommen sind, sind das 45.000 E-Mails. Das ist ganz viel, ganz schön viel. Das muss man sich mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Die Top 30 dann machen zusammen 90%. Also Sie sehen, wir haben einen harten Kern, der ganz viel arbeitet. Die Top 10, mit denen haben wir fast täglich zu tun. Wir kennen die eigentlich auch jetzt alle schon face to face. Ja, dann sind Sie aber nicht nur fleißig und sehr treu, sondern auch sehr lernfähig, aber auch sehr kritisch. Wir mussten dieses Frühjahr mal so ein bisschen wieder neue Regeln Ihnen schicken. Ich erzähle dann noch ein bisschen mehr. Und das wird von Ihnen immer wahnsinnig schnell und gut aufgenommen, sodass wir unsere Arbeitsprozesse, weil das ist ganz viel Handarbeit bei den Kommentaren, anpassen können. Aber Sie sind auch kritisch. Wir bekommen immer sehr schnell Feedback, wenn etwas nicht so gut ist. Und das finden wir sehr gut. Da sind wir sehr dankbar dafür. Dann sind Sie auch mehrfach interessiert. Das sehen wir natürlich, weil Sie nicht nur Kommentare schreiben, sondern auch einige unter Ihnen sind auch aufs MapShot, am Georeferenzieren. Und wieder andere haben noch ganz viele andere Hobbys oder Verpflichtungen nebst unserem Crowdsourcing. So, jetzt noch mal ein paar Zahlen. Letztes Jahr haben wir im Schnitt über 1200 Mails pro Monat bekommen. Wenn man so 4 Minuten pro Mail berechnet, dann sehen Sie, wir sind auch schön beschäftigt mit Ihnen. Wir haben im Moment 1043 Personen, die je eine E-Mail geschickt haben. Und die meisten schicken auch nur einmal. Das ist aber vollkommen okay. Uns freut jeder neue Name, der mitmacht und uns kennenlernt. Dann waren 15.000 E-Mails waren es insgesamt letztes Jahr, ein bisschen weniger als noch vor einem Jahr. Das war aber auch dem Umstand geschuldet, dass ganz viele Verortungen, wo man ganz viel schnell abarbeiten kann, erledigt worden waren im Jahr vorher, und weil ja auch das MapShot dann online gestellt wurde. Im Moment haben wir über 55.000 Bilder, haben sie je einmal oder zwei oder mehrere Mal angelangt, haben wir irgendwas verändert, verbessert. Genau. Dann wir, einfach damit Sie sehen, was das für uns auch bedeutet. Wir haben letztes Jahr 942 Stunden
investiert, einfach indem wir ihnen nachher hinterhergehechelt sind, die E-Mails abarbeiten und die Snapshot-Bilder validieren. Und wer wir sind, zeige ich dann später auch noch. Es teilt sich auf in die Kommentare, 512 Stunden und 430 Stunden Snapshot. Also es ist eigentlich eine halbe Stelle in der Stadt Zürich. Was gab es Neues, was uns eigentlich wichtig ist, dass Sie das alle mal gehört haben. Das, was ich Ihnen jetzt erzähle, ist eigentlich immer mal übers Jahr in unserem Blog auch beschrieben. Aber ich denke, wenn schon alle mal hier sind, kann man das mal geballt auch mitteilen. Wir haben im APIX, das haben Sie bestimmt schon gesehen, unter den Kategorien, das ist links in der Bilddatenbank, neue Bilder, das haben wir schon ganz lange. Das haben Sie uns mal vor 3 Jahren gesagt, dass das nützlich wäre. Und hier tun wir einfach so in groben Kategorien rein, was wir neu online stellen. Wir sind relativ fleißig am Online-Stellen. Das werden die einen unter Ihnen genau wissen, wann wieder was online gekommen ist. Weil man dann die Gesamtzahl erhöht sich dann, wenn man einsteigt. Die Bilder hier sind in der Regel 1 Monat in diesen Kategorien und die werden dann weggenommen, nicht, dass Sie immer über dieselben alten Bilder stolpern. Dann haben wir ganz neu hier eine Kategorie gemacht mit neuen Beständen, weil wir doch einige größere Geschichten neu haben. Und das werde ich hier jetzt noch ein bisschen ausführen. Wir haben eigentlich auch noch eine wahnsinnig tolle Nachricht intern. Wir haben nach 10 Jahren Luftbild Schweiz die Digitalisierung aller Luftbilder und teilweise das Swissair-Archiv, das konnte in den letzten Tagen beendet werden. Die werden jetzt noch nach und nach auch online gestellt. Das heißt, wir haben dann 100.000 Luftbilder und die Swissair ist fertig. Teilweise sind sie ja schon auf Snapshot auch dran. Das kommt alles jetzt online. Da uns die Luftbilder sehr am Herz liegen und wir ja noch andere Teilbestände auch haben, haben wir begonnen mit dem Komet-Luftbildbestand. Das ging ab 1963 los. Also die Pressebildagentur hat auch Luftbilder geflogen. Das war sehr speziell bei denen. Da sind wir dran. Das sind auch Schrägaufnahmen und auch sehr schöne, anschauliche Bilder. Jetzt mal Schwarz-Weiß-Farbe, kommt später. Dann, das haben wahrscheinlich die meisten von Ihnen mitbekommen, Stiftung Industriekultur, SIK 01. Da haben wir eben Industriekultur und das bedeutet Architektur. Das bedeutet aber zu den Anfangszeiten auch ganz viel Eisenbahn. Und Eisenbahn hat ein paar Fans hier und die wissen schon Bescheid, die haben wir auch schon in die richtige Richtung mit den Metadaten gebracht. Und da ist einfach zu wissen für Sie, so als Hintergrundinfo, es gibt ein Enthalten-In und dieses Enthalten-In ist nicht sehr zuverlässig. Das können Sie vernachlässigen. Meistens sind da die Infos auch sehr dürftig. Der Bestand kommt vom Hans-Peter Bertschi, Industriearchitekt in Winterthur. Der eine oder andere kennt den sicher. Der ist eine Kapazität auf diesem Gebiet und er hat eigentlich, das sind seine Bilder. Der hat mit 15 begonnen zu fotografieren und wir haben den ganzen Bestand. Das sind 250.000 Bilder, glaube ich, oder? Und der Herr Bertschi, als er uns das übergeben hat, hat das sehr sportlich gemeint, als er jedes Bild anschreiben würde. Er hat jetzt aber unterdessen auch gemerkt, 2 Minuten pro Bild. Also er hat mal angefangen und glaube zu Beginn war er noch ein bisschen genauer und gegen den Schluss wird es immer so ein bisschen ungenau, was natürlich super ist für euch. Da gibt's viel, da kann man viel, viel verbessern. Einfach, dass Sie so wissen, was da läuft. Er hatte den Ehrgeiz, alles zu beschreiben, ist aber dann ein bisschen eingeknickt, weil er auch noch andere Projekte hat. Viel beschäftigt, frisch pensioniert. Sie kennen das ja, die meisten. So, mir wurde noch mitgeteilt von meinem Team bei den Orten, wenn es so Geschichten hat mit Muri, das im Kanton Bern und Aargau ist, bitte dann den Kanton anfügen und in runden Klammern hätten wir es am liebsten, dann geht's zu. So,
Aber das mehr Regeln will ich Ihnen heute gar nicht aufgeben. Dann zur Info: SIK besteht aus 4 Teilbeständen. Teilbestand 2, das sind Mittelformat, auch schwarz-weiß, teilweise Fremdbestände. Da ist der erste online, wunderschöne Bahnhofsbilder. Die anderen kommen, aber der Herr Bertschi ist noch dran. Und dann kommt dann irgendwann mal noch SIK 03, das ist dann sein Kleinbildbestand und der ist ja in der ganzen Welt rumgereist. Da kommen dann noch 100.000. Aber wahrscheinlich dauert das noch 2, 3 oder 4 Jahre. Also einfach, dass Sie das schon mal gehört haben. Dann haben wir einen wunderschönen Bestand Hochmoorinventar, das Schweizerische Hochmoorinventar, das DIA 358. Da müssen Sie nichts machen. Die haben eine eigene Crowd. Das waren die Wissenschaftler, die auch die Bilder fotografiert haben und das Inventar gemacht haben. Die wollen das eigentlich noch verbessern. Also da verbrennen Sie sich nur die Finger, wenn Sie da reingehen. Aber zum Anschauen ist das sicher sehr spannend. Und dann haben wir noch einen von uns, den Otto Jag, ein Biologe, Hydrobiologe, der hat ganz viele Bilder, haben wir neu. Das war eine Uraltlast, die wir endlich online stellen konnten. Manchmal dauert es halt ein bisschen länger. Und da gibt es einige Bilder, die nicht verortet sind, so vor allem Java und Indonesien. Also wenn sich da jemand angesprochen fühlt, der ist hier. Gut. Dann Snapshot. Das Wichtigste, was hier ansteht. Wir haben 10 Kampagnen durchgeführt. Snapshot ist ja nicht so, dass die ganze Masse auf einmal kommt, sondern da machen wir Pakete, so 7000 Bilder aufs Mal zu einem bestimmten Teilbestand, Luftbild. Im Moment sind wir bei den Senkrechtaufnahmen. Schwarz-Weiß, der erste Teilbestand der Swissair in Senkrecht, das sind aber nur noch etwa 200 Bilder. Dann ist das fertig und dann machen wir mal eine Pause, damit sich die durcharbeiten. Es gibt welche, die arbeiten durch, dass die auch mal und dass auch wir eine Pause haben. Und am 3. Juni werden wir mit der nächsten Tranche, mit der nächsten Kampagne beginnen. Das sind dann Senkrechtbilder, Swissair in Farbe, Teil 1. Ab dem 3. Juni. Dann im Petto haben wir noch LBSL. Das sind da wieder Schrägaufnahmen. Das ist das, was jetzt fertig digitalisiert wurde. Da erwarten uns auch noch 30.000. Nochmal die Schweiz, ein bisschen moderner aus den 80er, 90ern, erwarten uns da auch noch. Und danach ist Swissair Luftbilder abgeschlossen, dann haben wir 100.000 Bilder durchgechattert und das muss man dann, glaube ich, auch noch feiern. So. Genau, Snapshot von der Technik her, von unserer Fachhochschule in Yverdon, die sind dran, eine Version 2. zu machen. Das heißt, die Architektur werden sie neu machen, das werden wir nicht so bemerken. Und sie werden das Frontend auch verbessern. Sie haben nämlich dank uns auch viel Feedback bekommen und haben so ein bisschen gemerkt, was noch besser sein könnte. Und das wird umgesetzt. Das sollte auf Oktober kommen. Dann eine Folge der ganzen Arbeit, wir machen das ja nicht, damit Sie so ein bisschen Freizeitvergnügen haben, sondern wenn man die Snapshot-Bilder georeferenziert hat, dann bekommen wir ganz viele Metadaten zurück. Die ganzen Geokoordinaten, kann man da wirklich sagen, dieser Ort ist auf diesem Bild auch drauf und diese Information ziehen wir raus für unsere Bilddatenbank. Wir werden die Bilder aber auch in den Luftbildindex der Swiss Topo reingeben. Da sind dann noch andere Luftbilder der Schweiz, der Kantone. Und da wollen wir eigentlich rein, weil wir finden, das ist eine Stelle, eine Plattform, wo die Leute Luftbilder suchen gehen und dann müssen wir dahin, wo die Leute sind. Das ist auch auf dem besten Weg, das sollte im August 19 mal die erste Tranche dann rein. Und dann Achtung, es gibt ja, auf Snapshot sind ja nicht nur wir, da kann jedes Archiv seine Bilder hochladen. Und es ist im Moment eine neue Kampagne dran und das ist eine Kampagne vom Staatsarchiv Watt. Und das sehen Sie, wenn Sie einsteigen über die allgemeine Seite, sehen Sie das. Und wenn Sie über die ETHZ-Seite einsteigen, sehen Sie das eigentlich nicht. Wenn Sie die Bilder machen, sehen Sie es in den Metadaten, dass da nicht irgendwo groß ETH-BIP, sondern
Archiv Cantonal Vaudois so steht. Einfach, dass sie wissen, da sind andere Leute im Hintergrund und die haben einen anderen Workflow, ein anderes Verständnis und die sind vielleicht teilweise auch nicht so schnell wie wir, weil wir sind zu sechst. Also es läuft anders, aber wir haben da keinen Einfluss. Wir haben auch keine E-Mails von den Leuten, wir können denen nicht kommunizieren. Einfach, falls mal irgendwas anders ist, gehen Sie schauen, was mit dem Bild ist, ob das eins von uns ist. Und dann, Sie können es uns auch melden, wir können es dann sonst auch weiterleiten, wenn was nicht gut ist. So, das ist so der, was so in der nächsten Zeit kommt bei Smapshot. Genau, jetzt ein riesengroßes Dankeschön natürlich, deshalb sind Sie auch alle gekommen. Und ich habe jetzt noch, genau, ich habe jetzt so ein paar Goodies dabei. Ich weiß nicht, ob jeder nach vorne kommen will, der jetzt aufgerufen wird. Oder? Also, Herr Bammert, es ist alphabetisch, habe ich mal. Dieses Mal jetzt nicht die Top 10 ausgewählt, sondern so die viel gemacht haben. Das steht rechts, was die gemacht haben, aber das sind ja nur Zahlen und da steckt ganz unterschiedliche Arbeitsweisen dahinter. Und ich habe aber mir noch was rausgesucht, was speziell jetzt war beim Herr Bammert. Kommen Sie doch mal, wo ist der Herr Bammert? Ah, da vorne. Genau, damit man auch ein Bild von Ihnen hat. Also. Sie sind auch eine Nummer 1 ja, bei uns. Danke. Und Sie haben ja der NZZ mal aus der Patsche geholfen mit diesen Bildern von den Wahlen 1970 in der Stadt Zürich, wo Sie bei IBM damals gearbeitet haben. Sie waren Zeitzeuge und konnten der NZZ helfen, die Bilder besser zu beschreiben und in den Kontext zu setzen. Da gibt es einen Blog und der ist dahinter versteckt für diejenigen, die das nachlesen möchten. Also bravo, Herr Bammert, merci vielmal. Gut, also ich habe 8, da müssen wir jetzt durch. 8 Jockey, oder? Also gut, dann kommen wir schon zum Haar, der Herr Heer. Der Herr Heer ist ja derjenige, der so richtig, also wenn wir jetzt trotzdem mal auf die Zahl hier gehen, also... Da fragen sich ja, ja wahnsinnig viel. Also er macht es natürlich mit der Masse. Er hat so, also sie machen ja nicht nur das, aber gewisse Leute, weil sie sind irgendwie doppelt so weit entfernt von allen, ihnen wird nie jemand jetzt die Nummer 1 im Alltime strittig machen. Aber er macht auch ganz viel Verortungen und die gehen natürlich schnell, wenn wir falsch kategorisiert haben. Aber sie machen nicht nur das. Dann gehen wir wandern. Ja, und sie, yeah. Und Snapshot ist, also es gibt ganz viele, die sind eben auf beiden Plattformen, unglaublich, und der ist auch auf Snapshot zu Beginn nicht, aber auf einmal hat es ihn dann auch gepackt. Und was ich hier, gibt es einen ausgezeichneten Artikel, den er auf unserem Blog publiziert hat. Und zwar schreibt er da über, wie geht man mit Bildmaterial um? Was kann man in der Forschung oder wenn man nicht einfach nur Bilder anschaut, sondern wie kann man die interpretieren, wenn man zu wenig Informationen hat? Wo muss man recherchieren gehen? Das beginnt auch schon, dass man sich überlegt, ist denn das Bild überhaupt richtig oder ist es verdreht? Und da gibt es eine riesige, tolle Anleitung. Ich empfehle allen angehenden Kunsthistorikern den Artikel. Meine Leute mussten das Pflichtlektüre. Und da ist auch der Link. Also jeder, der Artikel heißt Fotos sprechen lassen, auf unserem Blog finden Sie den, lesen Sie den. Das ist wunderbar. Danke vielmals. Ja. Super. Also das verdanken wir auch dem historischen Verein des Kantons St. Gallen. Da war die Idee, die Fotogeschichte des Kantons aufzunehmen. Und ich erwischte dort diese Lücke und bearbeitete diese entsprechend. Dank ETH Hintergrund. Plus eigene Bilder. Unsere und Ihre. Sehr schön. Denn Sigi Hegli, auch einer der ersten Stunde, oder? Wahrscheinlich. Er hat jetzt so die Eisenbahn, nicht nur, aber auch da ist er sehr aktiv. Wildherr Bruck
Das sind dann noch so diese Nebengeräusche, dass wir auch Bestände bekommen. Und er hat, was sind das, etwa 6000 Luftbilder, Testluftbilder, weil Wildherbruck hat ja quasi die Kameras gemacht, die dann die Swissair gebraucht hat. Und da gibt es... Nicht nur die Swissair, aber genau. Und die meisten eigentlich brauchen diese RC-Kameras. Und von da gibt es schöne so Testserien, wo der Bock, das war einfach euer Fotograf, dann testen geflogen ist. Und den Teilbestand haben wir jetzt übernommen, dank der Unterstützung von dir, weil du inventarisiert hast, was natürlich für uns Idealfall ist. Wir sind am Digitalisieren, die sind auch schon online und deshalb haben wir auch für dich eine Nummer 1. Bitte. Danke. So, dann haben wir nochmal. Ah, Konikreis. Wo ist er? Ah. Ich beginne schon mal erzählen. Er kommt von hinten. Also, wir haben ja mit diesem SIK01, das war im Februar, auf einmal ganz viele E-Mails bekommen, weil es ja da so viele Eisenbahnen gibt, die nicht gut beschriftet sind. Und dann bin ich mal am Montagmorgen zu Hause noch und habe gewusst, ich habe heute Dienst und mir schwante schon sicher 150 E-Mails und ich habe dann irgendwie überlegt, ja, tue ich jetzt die E-Mails als erstes einfach blind reinkopieren, dann bin ich bis am Mittag beschäftigt und dann beginne ich mal mit Abarbeiten. Und dann habe ich aber gedacht, es kann nicht sein, wir müssen es irgendwie automatisieren und habe das dann so gemacht und dann allen auch eine Mail geschrieben, bitte Mails ab jetzt anders schreiben, weil das geht sonst gar nicht. Ich habe eine hässliche Excel-Liste bekommen und am Nachmittag um 4 hat dann der Conny gefunden, ja, muss das jetzt sein? Es ist noch schade, weil dann kann ich nicht noch meine Sprüche bringen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich denn das mit VB, und ich so, okay, aber ich habe schon gewusst, dass er Informatiker ist und habe gesagt, nein. Und da habe ich schon gedacht, ich werde am anderen Morgen das Programm lieber kommen. Und so war es dann auch. Ich habe am anderen Tag meinen Test repliziert und habe eine Gebrauchsanweisung für meine Leute, für uns geschrieben, die war 11 Seiten lang. Dann kam ein Makro von Conny am anderen Morgen, das waren dann 2 Shortcuts und 9 Seiten konnte ich streichen. Also du hast uns wahnsinnig geholfen im Hintergrund, aber natürlich auch im Vordergrund bei den Bildern. Ganz viele Mittelholzerflüge in Österreich und so weiter hast du. Und Spanien, genau. Hast du ja schon erzählt, Österreich, wo du eigentlich noch gar nie warst live, aber du kennst dich da jetzt bestens in den Alpentälern aus. Mittelholzer sei Dank. Merci vielmals. Bitte. Gut. Frau Liebretz, Katrin Liebretz, die hat sich leider entschuldigen müssen. Sie hat ein ganzes Album mit so ungefähr 600 Bildern vom Münster Basel gemacht. Ja, da gehen wir weiter. Der Herr Meister, der Jörg Meister. Er ist auch einer der Ausdauernden. Er ist Top 3 im Moment. Und er ist bei den historischen Eisenbahnen. Da haben wir ja so ein wahnsinnig schönes Album, Konvolut, mit 3000 Bildern. Da hast du, glaube ich, 1400 hast du schon bearbeitet. Wir haben ganz lange auch, weil er ist eher so der Storyteller. Also er schreibt ausführliche E-Mails und wenn man so 150 am Morgen in der Box hat, dann weiß man. Also wir haben ganz lange gestritten, via E-Mail und auch mündlich und haben dann irgendwas gefunden. Ich fand, er muss vielleicht noch aus dem Bild gehen, weil das finde ich ja wirklich sehr schön. Kürzlich, nach diversen Hin und Hers, hast du gesagt, okay, ich habe es begriffen. Es geht um die Bildsuche und nicht um Storytelling. Genau das, was wir nämlich hier machen, ist die Texte verbessern, dass die Leute draußen die Bilder besser finden und die können dann damit Storytelling machen. Dafür haben wir den Blog. Gut, okay, also auch eine Nummer 1. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Merci vielmals.
So, dann der Herr Pfister, Thomas Pfister. Er hat auch seine Hobbys und Leidenschaften. Da gibt es so eine große Moskau-Reportage, wo du ja auch Google abfliegst und nicht immer alles und so ganz klar ist. Dann ganz neu eine Papierfabrik in Laakirchen, das war letzten Freitag, das ist sehr lesenswert, das fand ich sehr spannend, auch eine Zusammenarbeit. Und dann aber ganz wichtig, zusammen mit Conny Kreis. Im Frühjahr bekam ich eine Mail, kann ich Conny Kreis anmelden, weil das geht immer über mich, weil ihr habt ja die E-Mails voneinander nicht. Also fragen mich die Leute, könnt, und da habe ich sie zusammengebracht, nichts mehr gehört und dann so zwei Wochen später kam so eine E-Mail mit ihrem Thread. Ihrer Diskussion und dann immer mal wieder so ein Einsprengsel in Rot oder Fett an die Chefin und so. Und da hieß es dann, ein Forum wäre noch gut, wo wir diskutieren könnten. Das haben wir schon mal vor 3 Jahren auch, bei der Umfrage war das auch schon Thema, aber wir hatten damals so viel anderes zu tun. Es kam kurz und gut, wir haben jetzt auch ein Forum, muss ich rasch hinschalten, falls Sie das noch nicht kennen. Da muss man sich einloggen, erklären wir Ihnen dann alles bilateral und da kann man zu gewissen, wenn Sie Fragen haben zu einem Bestand oder zu einem Album oder zu einem Einzelbild, können Sie das hier in die Runde schmeißen und irgendeiner wird dann schon mal noch antworten. Im Moment sind so ein bisschen zwei und ich probiere dann ab und zu auch, der Conny Kreis und du, ihr seid dann, und ich wollte auch noch antworten, damit ein bisschen was läuft, aber das wäre offen, gehen Sie mal gucken, das ist spannend. Super, merci vielmal. Danke. So, jetzt sind wir beim W, Urs Widmer, auch einer, der schon lange dabei ist, und bei ihm haben wir so, er ist im Moment unser Snapshot Top One Titelverbesserer. Ja, wir haben, also, nein, die sind super, die Titel. Also, wenn man Snapshot, kann man auch noch Titel verbessern und man kann auch noch auf dem Bild erklären, hier ist, war mal die Autobahn und so, kann man ins Bild reinkringeln. Und wir haben. Bei diesen 50.000 Bildern haben doch ein paar, also bei 6.200 Bildern, haben wir auch Titelverbesserungen bekommen. Und Sie, Herr Widmer, Sie haben 44% gemacht. Und ich glaube, zu Beginn hat Florina Huonda auch ab und zu hin und her und sie hat dann auch ihn so, also die kommen jetzt perfekt. Meistens schreibt er dann, wenn es heißt Bern, dann schreibt er, ergänzt er es noch mit diesem Blick nach Osten und er schreibt das eben immer so, dass wir das schön copy-pasten können. Und da sind wir sehr dankbar und da gibt es jetzt auch eine Nummer 1. Genau, merci vielmals. Danke. So, jetzt der Herr Zumbühl, der ist leider heute nicht hier. Er ist eigentlich unser Top-Snapshot-Tester. Weil bevor wir Snapshot hatten, hat er stundenweise jeden Berg von links nach rechts, jede Spitze bei den Luftbildern beschrieben. Und das ist ja eigentlich das, was Snapshot jetzt macht. Das muss man nicht mehr mit Text, sondern das können wir mit den Geokoordinaten rausziehen. Dann haben wir ihm gesagt, stopp, Snapshot kommt, schonen Sie Ihre Energien. Und haben wir ein nettes Mail geschrieben und 2 Wochen nichts gehört und schon gedacht, sind wir vielleicht auf den Schlips getreten? Nein, er hat sich zwischenzeitlich auf Snapshot, das gab es damals schon, eingeloggt, hat getestet und hat uns einen zweiseitigen Test geschickt. Da wurde er quasi unser Beta-Tester, das war letzten Winter. Genau, das, und er ist auch ganz fleißig auf Snapshot. Er macht ganz viel. So, da haben wir noch den Herrn Zweifel. Der ist auch leider nicht hier. Er ist quasi auch auf Snapshot, ein begeisterter Snapshotter. Und er hat mal in der Südostschweiz gab es einen Artikel über ihn. Er ist quasi über ihn, wie er bei uns mitmacht und wie er das toll findet. Und er ist quasi unser Botschafter. Jetzt habe ich glaube noch. Ich habe noch eins. Ich habe noch eine Schachtel, nämlich fürs Bildarchiv-Team. Roland.
fürs Büro 2 um aufstellen. Also hier haben wir das Bildarchiv-Team. Die sind alle hier. Die sind auch alle zum nachher beim Apero können Sie die löchern. Und ich stelle sie jetzt noch ein bisschen genauer vor, damit Sie vielleicht, wenn Sie gezielt Fragen haben, die richtige Person sich krallen. Der Roland Lütti, der jetzt eben die Jockey hat, er macht ganz viel Reportagen von Komet. Das ist quasi sein Kind. Wenn Sie was zu Komet wissen wollen, dann ist er Ihr Mann. Aber nicht nur, aber Schwerpunkt, oder? Können wir so, steht das langt, oder? So. Und da sehen Sie, wie er die Schubladen, das sind schubladenweise Komet-Kuverts, die geht er alle durch im Moment. Da sind wir am Auswahl digitalisieren schon seit Jahren. Und er geht die durch und guckt, haben wir das schon, ist das interessant, zupft das raus, geht hoch, schaut die Bilder an und dann wählt er die aus. Und in der Regel wählt er die so aus, dass eigentlich keine Motive nicht digitalisiert sind. Wenn es heißt, irgendwie 5 digitalisiert und dann heißt noch Auswahl aus 50, dann sind ganz viele ähnliche Bilder, die wir halt dann nicht auch noch digitalisieren, weil sonst müssen Sie 50 Bilder angucken und haben aber nur 5 Motive. Das, ja, mit, also bei der Masse wäre das dann doof irgendwann. Dann geht es ins Digicenter. Wir haben hier bei uns im Haus ein Digicenter, da gibt es ganz viele Studenten, die da arbeiten, ganz viele Flachbettscanner, Kameras, Bildscanner, Scanroboter für Bücher, für alles, was man in der Bibliothek digitalisieren will. Und wir haben 60.000 bis 80.000 Bilder werden bei uns pro Jahr für das Bildarchiv digitalisiert. Also es wird uns und Ihnen nicht langweilig. Und ja, wir haben 2 Mittelformatkameras und 2 Scanner, die bedient sind mehr oder weniger 100%. Dann, wenn es digitalisiert ist, dann gehen die Bilder in die Qualitätssicherung zu Barbara. Sie ist hier in einer Säule, sie ist auch hier. Sie hat jedes Bild gesehen. Und sie hat ein wahnsinniges Gedächtnis, also wenn Sie Fragen haben zu Digitalisaten und Bildinhalten, sie ist Ihre Frau. Dann haben wir Heike links mit den kurzen Haaren und Florina rechts mit den langen Haaren. Die machen auch Crowdsourcing zusammen mit dem Roland Lütti. Also die E-Mails und Snapshotting gehen durch diese 3 Hände. Und sie sind vor allem für die Erschließung, für Metadaten, für Excel-Listen, für das ganze Handling, wenn dann mal die Bilder im System drin sind, zuständig. Genau, und viele Leute wollen gerne ins Magazin und wir müssen immer sagen, ja, so spektakulär ist es nicht, weil so hat es vorher ausgesehen, das sind 2 Gestelle von Bertschi und das ist jetzt eigentlich das, was das hier plus die Kleinbild, das sind diese 250.000 Bilder. Also es ist relativ eingedampft und unspektakulär und so sehen die Negative, sind so abgelegt, so auf Blättern, die wir kreiert haben mit dem Dienstleister. Ja. So, und jetzt. Dankeschön, Nicole und Michael und das ganze Bildarchiv für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute das Citizen Science Center vorstellen darf und Ihnen ein bisschen was über Citizen Science erzählen darf. Kurz zu mir, mein Name steht da, Fanny Gutsche-Jones. Ich bin seit letztem Sommer tätig hier am Citizen Science Center in Zürich. Bin dort Community Managerin, falls Sie sich fragen, was das bedeutet. Es ist ein recht vielfältiges Feld. Es besteht aus einem Teil Öffentlichkeitsarbeit, einem Teil auch Betreuung der Teilnehmenden, der Freiwilligen, die sich in Citizen Science Projekten beschäftigen. Also eigentlich so ein bisschen so ähnlich, wie was du auch machst. Genau. Und mein Plan für heute ist, dass ich Ihnen erst kurz berichte, was Citizen Science eigentlich ist. Vielleicht gibt es ja welche, die sich da schon sehr gut auskennen, aber vielleicht gibt es auch Leute, für die das noch neu ist. Und Ihnen dann ein bisschen genauer erzähle, was wir am Center gerade für Aktivitäten machen. So. Ich habe Ihnen zur Einstimmung einen Film mitgebracht. Und würde Sie bitten, den jetzt mit mir anzuschauen. Der ist ungefähr 3 Minuten lang, zeigt aber, wie ich finde, eigentlich auf sehr knappe, kompakte und gut verständliche Art, um was es in Citizen Science
geht. Da muss ich kurz umschalten. Mit der Maus. Was ist eigentlich Citizen Science? Du könntest es mit Bürgerwissenschaft übersetzen, was die Frage nicht einfacher macht. Das dachte ich nicht. Es gibt viele verschiedene Definitionen. Wikipedia schreibt, mit Citizen Science, Bürgerwissenschaft, wird eine Form der Wissenschaft bezeichnet, bei der Projekte unter Mithilfe oder komplett von interessierten Ehrenamtlichen durchgeführt werden. Sie melden Beobachtungen, führen Messungen durch oder werten Daten aus. Wikipedia selbst ist ein Citizen Science Projekt. Aber ganz so einfach ist das nicht. Manchmal sind Wissenschaftler auch Bürger und manche Bürger auch Wissenschaftler. Seit wann gibt es Citizen Science überhaupt? Wer hat das erfunden? Begeisterte Hobbyforscher gibt es schon seit über 300 Jahren. Benjamin Franklin zum Beispiel hat den Blitzableiter erfunden. Er war doch eigentlich Verleger. Aber auch begeisterte Hobbyforscher. Genauso wie Gregor Mendel mit den Vererbungsregeln, Heinrich Schliemann, Otto von Guericke, Isaac Newton, Charles Darwin, Maria Sibylla Merian und viele andere. Also begabte Einzelkämpfer. Aber nein, nicht nur. Die erste organisierte Aktion von Wissenschaftlern und Bürgern fand im Jahr 1900 in den USA statt. Eine Vogelzählung. Und im 19. Jahrhundert gab es wissenschaftliche Vereine, zum Beispiel für Naturkunde mit richtigen Forschungsprogrammen und Instituten. Die mussten ja Geld haben. Hatten sie auch. Das waren reiche Privatleute, die hatten Spaß an der Wissenschaft. Das Wort Dilettant kommt vom Lateinischen Delectare und heißt sich erfreuen. Und Amateur kommt ja auch von Amator, also vom Liebhaber. Und dann? Dann wurden die Universitäten immer stärker und als Wissenschaftler war man nur noch etabliert, wenn man eine anerkannte Ausbildung absolviert hatte. Okay, also der Dilettant wurde vom Liebhaber zum Pfuscher erklärt und der Wissenschaftler verschwand bis auf Weiteres im Elfenbeinturm. Dabei könnte die Wissenschaft doch auch mit Bürgern zusammenarbeiten und sich inspirieren lassen. Das sind doch so viele. Das sind sehr viele. Und Ehrenamtliche, die haben ja lokales Wissen, ganz andere Sichtweisen und vielleicht auch genügend Zeit, um es ganz genau herauszufinden. Und dafür benötigte Technik wie Rechner, Kameras, Smartphones und Apps kann sich ja heutzutage jeder leisten. Bürger machen das aus Begeisterung. Genau. Viele Bürger forschen, beobachten und fotografieren in ihrer Freizeit leidenschaftlich gern. Es gibt also oft einen gemeinsamen Nenner, um sich kennenzulernen und Informationen auszutauschen. Auch mit Wissenschaftlern, manchmal weltweit. Viele Bürger haben doch bestimmt auch eigene gute Ideen. Das ist ja das eigentliche Innovationspotenzial von Citizen Science. Bürger können oft eigene Forschungsaufgaben selbst formulieren. Vielleicht stimmt ja etwas in ihrer Umwelt nicht oder könnte besser gemacht werden. Es gibt schon lange Wissenschaftsläden und Fachgesellschaften, in denen jeder willkommen ist. Und wo kann ich mitmachen, wenn du mich jetzt für Citizen Science begeistert hast? Stopp. Sehr gut. So, jetzt haben Sie schon einen Vorgeschmack gehabt. Jetzt habe ich natürlich vorher gesagt, Sie wissen vielleicht gar nicht, was Citizen Science ist, aber Sie sind ja eigentlich alle Citizen Scientists, denn Sie beschäftigen sich ja in dem Bildarchiv genau mit solchen Fragen. Sie wenden Ihr Wissen an, Sie teilen das mit anderen und Sie tragen somit auch zur Erforschung von diesen Beständen bei. In diesem Film sind jetzt viele Punkte genannt worden. Ich möchte nochmal punktuell die wichtigsten aufgreifen. Citizen Science, also es geht ganz klar um Zusammenarbeit. Man kann zwar vielleicht auch allein in seinem Wohnzimmer oder in seiner Werkstatt tüfteln und Experimente machen, aber das eigentliche Potenzial von Citizen Science ist die Zusammenarbeit von Bürgerinnen und Wissenschaftlerinnen. Es ist ein neuer Begriff, aber eine sehr alte Idee. Sie haben ja den historischen Rückblick gesehen. Es gibt schon sehr lange Menschen, die sich freiwillig mit Forschung beschäftigen. Die menschliche Neugier ist eine Eigenschaft von uns allen. Wir alle suchen nach Antworten und überlegen uns, wenn wir durch die Welt gehen, wieso ist das so, wie es ist, wieso funktioniert unsere Umwelt so. Und genau das ist eigentlich der Motor, der Menschen dazu antreibt, in ihrer Freizeit freiwillig sich mit Forschung zu beschäftigen. Da sind wir beim Begriff der Freiwilligkeit. Citizen Scientists sind immer
Freiwillige, die etwas aus Leidenschaft tun, die sich sehr stark für ein Thema interessieren und das nicht dafür bezahlt werden. Also der Akademiker, der an der Universität arbeitet, ist zwar Scientist, aber eben kein Citizen Scientist. Es ist keine formelle Ausbildung nötig. Man muss nicht studiert haben, man braucht keinen Doktortitel, um Citizen Scientist zu sein. Nichtsdestotrotz sammeln aber viele Hobbyforscher ein sehr großes Fachwissen an, natürlich. Wenn man sich sehr lange mit einem Thema beschäftigt, wird man einfach durch diese Erfahrung zum Experten in einem Thema. Die klassischen Tätigkeiten sind messen, beobachten, auswerten, also zum Beispiel die Wetterdaten messen, Vögel beobachten, Fragen zu Bildern beantworten, wie Sie ja auch machen. Die Digitalisierung hat eigentlich sehr zum Boom von Citizen Science beigetragen, denn es ist durch, jeder hat einen Computer zu Hause, jeder trägt, wo er steht und geht, ein Smartphone mit sich rum, jeder kann Apps herunterladen und das erleichtert natürlich sehr das Messen oder das Sammeln von Daten, den Austausch von Daten und auch die Kommunikation untereinander. Und die aktive Beteiligung. Es gibt verschiedene Arten, sich in Citizen Science zu beteiligen. Manche sind nur an einem kleinen Teil des Forschungsprozesses beteiligt. Einige Projekte wollen, dass Freiwillige sich an allen Schritten beteiligen. Das ist so schematisch dargestellt, der Forschungsprozess. Es gibt sicher auch Projekte, wo es jetzt nicht ganz so modellhaft ist, aber man kann grob sagen, am Anfang steht die Forschungsförderung, also die finanzielle oder institutionelle Ermöglichung von Forschung. Dann geht es darum, ein Thema auszuwählen, eine Fragestellung zu entwickeln, sich zu überlegen, wie operationalisiere ich, welche Methoden kann ich anwenden, um diese Fragestellung zu beantworten. Dann kommt die Datenerhebung, die Datenauswertung, die Berichterstattung oder Publikation und die Umsetzung der Ergebnisse im besten Fall. Viele Citizen Science Projekte finden bei der Datenerhebung statt. Das heißt, Thema, Fragestellung, Methoden sind eigentlich schon mehr oder weniger vorgegeben und die Bürger und Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich bei der Datenerhebung. Und was dann weiter passiert, die Auswertung, die Publikation, die Umsetzung, passiert oft wieder eher in akademischen Kreisen. Das ist sicher auch legitim. Es gibt viele Projekte, wo das gut funktioniert, wo Bürgerinnen und Bürger auch damit kein Problem haben. Aber es ist natürlich auch interessant, auszuprobieren, ob nicht vielleicht auch Bürgerinnen und Bürger in mehr als dem Schritt mit einbezogen werden könnten. Dadurch, dass sie ja eben dieses Fachwissen haben und auch die Zeit und das Interesse, sich mit einem bestimmten Thema zu beschäftigen. Und da gibt es dieses Stufenmodell, die Stufen der Beteiligung in Citizen Science. Auf Stufe 1. Und das ist, wie gesagt, es geht von Stufe 1 bis 4, aber es soll damit jetzt keine Wertung einhergehen, dass das eine jetzt besser ist als das andere. Es sind einfach verschiedene Formen von Citizen Science. Also Stufe 1 wäre Crowdsourcing. Ich muss jetzt dazu sagen, dass Crowdsourcing in dem Modell ist ein bisschen anderer Hintergrund als Crowdsourcing in Ihrem Projekt. Das kommt von Muki Haklai, der ist Geograf, Geoinformationswissenschaftler. Und er versteht Crowdsourcing als Beispiel, zum Beispiel, dass Leute Sensoren bei sich tragen, mit denen sie bestimmte Messungen machen können oder zum Beispiel in ihrem Vorgarten ein Luftmessgerät aufstellen und einfach diese Daten quasi eigentlich passiv sammeln und an Wissenschaftler weiterleiten. Das ist so der Bürger als Fühler. Dann gibt es eine Stufe höher, eine Stufe mehr Beteiligung. Citizen Science als oder Citizen Scientist als Interpreten. Also sie bekommen ein einfaches Training, eine kurze Ausbildung, das kann einfach 10 Minuten lang sein und können dann bestimmte Aufgaben erfüllen. Zum Beispiel, sie bekommen ein Bild gezeigt, wo bestimmte Objekte drauf sind und geben einfach in ein Kommentarfeld ein, was sie sehen. Das wäre die Stufe 2. Die dritte Stufe nennt man partizipative Forschung. Das ist sehr... Also da sind schon Bürgerinnen und Wissenschaftlerinnen, arbeiten schon gemeinsam bei der Problemdefinition und bei der Datensammlung. Das hat man zum Beispiel, wenn in einer Gemeinde sich eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern zusammenschließt, um ein lokales Umweltproblem zum Beispiel zu behandeln. Also sie sagen, neben uns
Vor der Grenze, vor der Dorfgrenze steht eine riesige Fabrik. Und seitdem die ihren Ausstoß von Abgasen vergrößert hat, haben wir plötzlich alle Asthma oder haben alle irgendwelche Gesundheitsprobleme. Und wir wollen jetzt schauen, ob das wissenschaftlich nachweisbar ist. Das wäre dann zum Beispiel diese partizipative Forschung. Und die vierte Stufe, extreme Citizen Science, wäre, dass Bürgerinnen und professionelle Wissenschaftler von A bis Z zusammenarbeiten, sich zusammen das Thema überlegen, Fragestellungen, Methoden, Datenerhebung, Datenanalyse bis hin zur Publikation. Und wir in Zürich sind gerade im Moment eher auch noch so auf einer mittelmäßigen Partizipationsstufe, streben aber an, dass wir auch viel mehr Projekte umsetzen, wo die eine sehr hohe Partizipation haben, also wirklich Bürgerinnen auch stärker eingebunden sind in die Themenauswahl und ins Forschungsdesign. Was gibt es eigentlich für Arten von Projekten? Man kann grob Citizen Science Projekte einteilen anhand von zwei Mustern. Einmal der Grad der Partizipation, also der Grad der Beteiligung und die Art der Beteiligung, das heißt, welche Aufgabe, welche Tätigkeit mache ich eigentlich? Und der Grad der Partizipation, das sind jetzt nochmal drei neue Begriffe, um sie jetzt vollends zu verwirren. Aber es ist eigentlich genau so ähnlich, wie ich gerade erzählt habe. Also dieses Contributory heißt, man liefert Daten, also man trägt Daten bei. Collaborative heißt, man arbeitet schon an bestimmten Schritten zusammen. Und Co-Creation heißt, man entwickelt das gesamte Forschungsprojekt gemeinsam. Die Begriffe kommen aus dem Englischen, weil die Citizen Science Bewegung im englischsprachigen Raum um einiges stärker ist, um einiges verbreitet ist. Deshalb auch der englische Begriff Citizen Science hat sich doch eher durchgesetzt als das deutsche Bürgerwissenschaften. Er ist natürlich auch internationaler. Und deshalb sind eben so in der Fachsprache auch viele von diesen Begriffen englisch. Genau, die Art der Beteiligung, also welche Aufgaben, welche Tätigkeiten kann man als Citizen Scientist machen? Man kann Sachen wahrnehmen, man kann Sachen messen, man kann bestimmte Objekte analysieren, zum Beispiel Bilder oder Pflanzen oder eigentlich alles, was man so analysieren kann. Man kann über sich selbst was berichten, das wird oft eingesetzt bei Projekten im Gesundheitsbereich, wo Patienten mit in die partizipative Forschung einbezogen werden, die dann berichten, wie sie ihren Krankheitsverlauf zum Beispiel wahrnehmen oder wie sie vielleicht auch ein bisschen alternative Krankheitsverläufe haben, was ihnen helfen würde. Sie werden dann quasi als Experten für ihren eigenen Körper angesehen, der mitunter natürlich anderes Wissen hat als ein Arzt, der das studiert hat, aber eben nicht selber diese Erfahrung gemacht hat. Making bezeichnet das, wenn man sich selbst seine Messgeräte zum Beispiel zusammenbaut. Es gibt ein Beispiel, wo eine Gruppe von Umweltschützern in den USA eine Kamera, die man so in jedem Elektronikgeschäft kaufen kann, eine einfache Digitalkamera, an einen sehr großen Ballon drangehängt hat. Und diesen Ballon mit einer Schnur, also sie sind aufs Meer gefahren, auf dem Golf von Mexiko, als gerade der BP Oil Spill, da war vor ein paar Jahren diese Ölstation, ich weiß gar nicht, ist zerstört worden und da gab es einen riesigen Ölteppich und es gab wenige Informationen, also man hat den Bewohnern der Region eigentlich nicht gesagt, wie groß die Verschmutzung ist und wo die Verschmutzung am stärksten ist. Und dann hat sich die Gruppe selber mit dem Boot aufs Meer bewegt, hat die Kameras hunderte Meter weit hoch mit dem Ballon steigen lassen und hat Luftaufnahmen gemacht. Und dann hatten sie natürlich sehr genaue Daten darüber, wo das Öl sich befindet, wie es sich bewegt und so weiter. Das wäre zum Beispiel für Making. Um das vielleicht noch jetzt, das war die Theorie, um es jetzt ein bisschen konkreter zu machen, habe ich noch mal drei Beispiele mitgebracht. Das eine ist, das heißt Stall Catchers. Das ist ein Projekt, was von der amerikanischen Uni entwickelt wurde. Und zwar in Form von einem Spiel. Das gibt es noch recht oft in Citizen Science, dass man die Aufgabe, die Citizens lösen sollen, als Spiel verpackt, weil das die Motivation erhöht und weil dadurch auch ja, so dieser Spaßfaktor
noch mehr dabei ist. Das ist, dieses Spiel sieht so aus, man sieht kurze Filmsequenzen von Mäusegehirnen. Ich habe keine Ahnung, wie die aufgenommen werden, aber jedenfalls sieht man die da in diesem Bildschirm. Und die Aufgabe ist, dass man Gefäße identifizieren soll und schauen soll, ob diese Gefäße blockiert sind oder ob sie frei sind. Also ob es fließt oder ob es stockt. Und damit erleichtert man Forschenden die Alzheimer-Forschung, denn man geht davon aus, dass Alzheimer dann entsteht, wenn Gefäße blockiert sind. Und je mehr Leute sich an dem Spiel beteiligen, desto mehr verlässliche Daten hat das Forscherteam, um diese Fragen zu beantworten. Dann habe ich ein Projekt aus Zürich, das kennen Sie vielleicht auch schon, das heißt Stadtwildtiere. Das ist auch, ja, Suchbild. Das ist auch ein ganz klassisches bürgerwissenschaftliches Projekt. Da kann jeder mitmachen, der in der Stadt unterwegs ist und ein Wildtier sieht. Ganz egal, welche Spezies, Vögel, Säugetiere, Insekten, glaube ich auch, ich weiß nicht genau. Ein Foto davon machen und kann das dann auf diese Datenbank hochladen. Man kann schon dazu schreiben, welches Tier es ist, muss aber nicht, wenn man es nicht genau weiß. Und man kann sich dann auch diese Galerie anschauen. Alle Bilder, die hochgeladen werden, sind zu sehen. Und kann dann natürlich auch selber schauen, wo wird es aufgenommen, war das vielleicht bei mir in der Nachbarschaft. Man kann auch sagen, welches Tier es ist, kann man eintragen. Und es sind tolle Bilder dabei. Also das hat auch diesen Hintergrund, das Bewusstsein dafür zu stärken, dass die Stadt auch Naturraum ist, also dass es auch Wildtiere in der Stadt gibt. Und das dritte ist auch ein Projekt aus Zürich von der Universität Zürich, das heißt Crowdwater. Das ist eine App. Man kann damit zu einem Fluss gehen oder einem anderen Gewässer und kann den Wasserstand messen. Und wenn man regelmäßig zu dem Gewässer hingeht, zum Beispiel zweimal die Woche geht man beim Spazieren immer am gleichen Fluss dabei vorbei, kann man mit dieser App messen, ob sich der Wasserstand vergrößert oder verkleinert hat. Also ob das Wasser höher steht oder tiefer ist. Und das wird dann wieder übermittelt. Und die Idee ist, dass es an ganz vielen Punkten in der Schweiz gemacht wird und man damit Hydrologen helfen kann, einfach die Entwicklung von Gewässern in der Schweiz abhängig von Jahreszeiten und Wetter besser vorherzusehen. Ich habe Ihnen dann auch immer die Links unten dazu. Also wenn Sie Interesse haben, können Sie ja mal vorbeischauen und sich durchklicken. Ja, das habe ich schon ein bisschen angetönt. Warum macht man eigentlich Citizen Science? Was ist die Motivation? Was ist der Nutzen dahinter? Für Bürgerinnen oder auch für Wissenschaftlerinnen, das ist eine Auswahl. Man könnte noch viel mehr Gründe anführen. Es gibt auch viel Forschung dazu, die untersucht, wie die Motivation ist, warum Leute sich als Citizen Scientists, warum sie das machen, was sie auch für Nutzen daraus ziehen. So die größten kann man so zusammenfassen. Für Bürgerinnen natürlich Bildung, die Erlangung, der Erwerb von Wissen, von Fertigkeiten. Man erschließt sich neue Wissensgebiete. Altruismus, Sinn, also man hat das Gefühl, man tut etwas fürs Gemeinwohl, indem man die Forschung unterstützt, vielleicht auch für einen Case oder für ein Anliegen, was einem selbst wichtig ist, trägt man dazu bei, dass das besser erforscht wird. Die sozialen Bindungen sind auch oft sehr stark. Man lernt Leute kennen, die Gleichgesinnte sind, die sich für ähnliche Dinge interessieren. Und zwar nicht nur, es gibt zwar sehr viele Online-Citizen Science-Projekte, aber es gibt auch sehr viele, wo sich Gruppen wirklich treffen, also wo man sich physisch wirklich austauscht und wo man Sachen gemeinsam unternimmt. Aber auch bei den Online-Projekten gibt es eine sehr starke Community, wo, das sehen Sie ja bei sich auch, wo man sieht, was die anderen so machen, wo man sich zusammenschließt, wie bei dem Beispiel, was du vorhin genannt hast. Und ja, natürlich die Freude an der Tätigkeit, das Interesse an bestimmten Dingen. Und für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es, ja, man muss es so sagen, die Effizienz. Also man bekommt natürlich viel, viel mehr Daten, indem man Freiwillige mit einbindet. Zum Beispiel dem Crowdwater-Projekt. Die Hydrologen von der Uni Zürich könnten niemals die ganze Schweiz abdecken und da Messungen an allen möglichen Gewässern, Flüssen und Seen machen. Also man bekommt sehr viele Daten aus einem größeren geografischen Gebiet.
über einen längeren Zeitraum und ja auch zu geringeren Kosten, dadurch, dass es ja freiwillig erhoben wird. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr viel Arbeit, denn man muss dieses Projekt natürlich erstmal entwickeln, man muss es betreuen und man muss vor allen Dingen Leute finden, die mitmachen und die Leute auch bei der Stange halten und motivieren. Also man muss auch die Perspektive der Teilnehmenden einnehmen können. Dann die Verbreitung und Wirkung des eigenen Themas, des eigenen Forschungsgebietes wird erhöht, indem sich viel mehr Bürgerinnen damit auseinandersetzen. Man bekommt oft neue Perspektiven auf bestimmte Themen, also Aspekte, an die man so als Forscherin und Forscher in seiner ja doch manchmal ein bisschen beengten Sicht vielleicht gar nicht so bedacht hätte. Und zum Teil auch ganz neue Themengebiete, die bisher noch gar nicht erforscht sind, die von Bürgerinnen und Bürgern in die Forschung eingebracht werden. So, wo kann ich mich oder wo können Sie sich beteiligen? Es gibt drei große deutschsprachige Online-Plattformen, wo ganz viele Projekte drauf verzeichnet sind. Die Plattform aus der Schweiz heißt Schweiz forscht. Die findet man auch unter schweiz-forscht.ch, ist es, glaube ich, oder über Google findet man es auf jeden Fall. Und wo auch nach Themengebieten das geordnet ist. Also wenn man sich für Geschichte interessiert, gibt es eine Rubrik Geschichte, Biologie, Gesundheit, Klima. Also sehr viele Projekte. Ich bin immer wieder erstaunt und es werden immer mehr. Österreich forscht ist so ähnlich aufgebaut. Dann die deutsche Plattform heißt Bürger schaffen Wissen. Und dann gibt es noch zwei von den größten aus Amerika. Die eine heißt Zooniverse und die andere heißt SciStarter. Und da gibt es wirklich eine Vielzahl an Projekten, wo man auch sofort mitmachen kann. So. Das war der allgemeine Teil zum Thema Citizen Science. Jetzt komme ich ein bisschen konkreter. Habe ich noch Zeit? Bisschen auf unser Center, auf das Citizen Science Center Zürich. Ich kann es ja ein bisschen abkürzen. Wir werden als Kompetenzzentrum geführt von der Universität Zürich und von der ETH Zürich. Uns gibt es seit ungefähr einem Jahr aktiv, also ungefähr seit Anfang 2018, ein bisschen mehr als ein Jahr. Wir haben ein Direktorium, das besteht aus 6 Professorinnen und Professoren von den beiden Universitäten und wir haben eine Geschäftsstelle mit 5 Mitarbeitenden, davon eine Leiterin, 2 Web-Developer, der eine macht das Backend, der andere das Frontend, eine Administrationskraft und dann mich als Community-Managerin, also ein recht kleines Team. Wir sind im Hirschengraben, haben wir unser Büro. Da können Sie auch gerne mal vorbeikommen, das ist sehr zentral gelegen. Und dann haben wir noch ein bisschen Überbau aus Mitgliedern von den beiden Universitäten, Beraterinnen, Partnerschaften. Und an uns angegliedert ist auch noch die Partizipative Wissenschaftsakademie, die auch Teil des Kompetenzzentrums ist. So, was möchten wir? Ganz unser Zielstatement ist, wir möchten, dass Forschende und Bürger dabei unterstützen, gemeinsam partizipative Forschung zu betreiben, die wissenschaftlich exzellent ist und die UN-SDGs unterstützt. Also Partizipation bei gleichzeitiger wissenschaftlicher Exzellenz ist unser hohes Ziel. Die UN-SDGs stehen für UN Sustainable Development Goals, also die Ziele für nachhaltige Entwicklung. Das sind 17 Ziele insgesamt. Hier sehen Sie so grob die 17 Ziele. Die wurden vor 4 Jahren von 193 Staats- und Regierungschefs in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft entwickelt. Und in diesen 17 Zielen verpflichten sich die Staaten dazu, in den nächsten 15 Jahren, ich zitiere, die extreme Armut zu beenden, Ungleichheit und Ungerechtigkeit zu bekämpfen und den Klimawandel zu beheben. Und wir haben uns gedacht, das ist natürlich sehr ambitioniert, aber Citizen Science ist eigentlich sehr gut dazu geeignet, diese Ziele zu verfolgen. Also Daten zu erheben, um zu überwachen, in welche Richtung bewegen wir uns. Zum Beispiel beim Thema Klima. Also mit Citizen Science kann man viel
detailliertere, viel verbreitetere Daten sammeln, um den Klimawandel wirklich zu beobachten und zu analysieren. Das ist ein Beispiel. Und man sensibilisiert natürlich auch die Bevölkerung dafür, sich stärker mit diesen Themen vielleicht auseinanderzusetzen. Dann haben wir unsere laufenden Projekte. Das sind im Moment zwei. Das eine ist, beschäftigt sich mit dem Thema Schlangen. Das ist jetzt vielleicht für die Schweiz nicht ganz so relevant. Das ist eher ein globales Thema. Es ist eine Kooperation mit der Uni Genf und mit Ärzte ohne Grenzen. Und das Anliegen ist, dass Schlangenbiss als Gesundheitsrisiko, wusste ich lange auch nicht, aber es ist eins der größten Gesundheitsrisiken in Entwicklungsländern. Es sterben jedes Jahr 100.000 Menschen an den Folgen von Schlangenbiss und ungefähr 3-mal so viele werden verstümmelt oder haben lang anhaltende Schäden danach. Und wir haben diese Do You Know These Snakes, die Snake Identification Challenge, also so eine Art Wettbewerb gestartet, wo einem Netz von Leuten, die sich sehr gut mit Schlangen auskennen, die sich in ihrer Freizeit mit Schlangen und Schlangenbiologie beschäftigen, haben wir 1.000 Bilder von Schlangen gezeigt und sie gebeten, innerhalb von einer Woche so viel wie möglich davon zu bestimmen, nach Familie, nach Art, also Schlangen aus der ganzen Welt. Und das Ergebnis war sehr gut, die Bestimmungen waren sehr exakt. Also das waren Bilder von Schlangen, wir wussten schon, was es für Schlangen sind und wir wollten testen, wie gut die Leute sind. Das war ein bisschen tricky, aber sie haben das sehr gut gemacht. Also wir haben einen sehr hohen Grad an akkuraten Bestimmungen und das hilft uns und den Forschern jetzt, ein digitales Tool zu entwickeln, mit dem man als Endziel dann ein Foto von einer Schlange machen kann, die vielleicht jemanden gebissen hat. Und dann bestimmen kann, welche Schlange das ist. Denn oft ist das Problem, man hat zwar die Schlange, weil man die irgendwie töten konnte oder es ist eine Schlange, die man schon mal woanders gesehen hat, weiß aber nicht genau, welche das ist und dann kann der Arzt auch nicht das passende Gegengift geben. Also das Ziel ist, dadurch eine App zu entwickeln, die hilft, Schlangen zu bestimmen. Und das Zweite ist jetzt näher vielleicht an Ihnen und an Ihre Welt dran. Das heißt Schweizerdeutsch 1930-2020. Und das möchte ich kurz auf der Homepage zeigen. Das findet man hier auf der Homepage wenker.citizenscience.ch. Es ist fast fertig. Es können ab und zu vielleicht noch kommen, dass kleine Fehler auftauchen, aber eigentlich ist es schon benutzbar. Also Sie können gerne sich da mal umschauen und mitmachen. Der Hintergrund ist, finde dein Dialekt in den 40 Wenker-Sätzen. Es gibt ein Team von Linguisten an der Uni Zürich, das hat diese Fragebögen hier. Das sind ungefähr 6.000 von diesen Fragebögen. Die wurden alle digitalisiert, aber sind handschriftlich. Und sie sind zwar digitalisiert als Bild, aber nicht als transkribierter Text. Und auf jedem Fragebogen gibt es 40 Sätze. Und die Sätze sind eigentlich immer die gleichen, aber eigentlich auch nicht, denn die wurden in jedem Ort der deutschsprachigen Schweiz mit Schulen quasi anders übersetzt. Die Schulen haben das Hochdeutsch, die Hochdeutschen 40 Sätze bekommen und die Aufgabe, die in ihren lokalen Dialekt zu übersetzen. Und das Projekt besteht aus zwei Teilen. Im ersten kann man diese Sätze transkribieren, also einfach abtippen, was man sieht. Im zweiten Teil kann man sie neu übersetzen, so wie man das heute sprechen würde. Und ich zeige das mal ganz kurz. Also hier beim Transkribieren kann man die Region auswählen, die man gerne transkribieren möchte. Ich mache mit Zürich. Altstädt. Und dann kann man mit diesem Bogen anfangen, zum Beispiel. Das ist jetzt ausnahmsweise mal einer, der nicht handschriftlich geschrieben ist, dann ist es ein bisschen einfacher. Aber die meisten sind handschriftlich, manche leichter, manchmal schwieriger zu lesen. Und hier kann man jetzt quasi anfangen zu transkribieren. Und der zweite Teil ist das Übersetzen.
diese 40 Sätze sind teilweise auch ein bisschen kurios. Also hier kann man auch wieder sagen, da ist es wichtig auch zu sagen, wo man selber herkommt. Zum Beispiel Baselstadt, das Alter, starten. Dann ist das der hochdeutsche Satz, der Originalsatz, der auch damals verwendet wurde. Also es sind ein bisschen, die Sätze sind nicht wirklich nach Sinn ausgewählt, sondern danach, dass sie Dialekte zeigen. Und dann können Sie das hier, so wie Sie das heute mündlich sagen würden, eintippen. Genau. Und wir sind dankbar für jedes Feedback. Das Ziel ist, dass man einerseits diese Fragebögen für die Forschung erschließbar macht, denn es sind 6000 Stück und ein Forschender würde sehr lange damit zubringen, das zu transkribieren. Und auf der anderen Seite gibt es wenig Forschende, die wirklich selber den Dialekt sprechen. Und die Forschenden erhoffen sich davon, dass das Leute machen, die selbst vielleicht aus der Region kommen, aus der Region Bern und dann einen Bogen aus der Region Bern übersetzen, dass es dann exakter wird, die Transkription. Denn es ist teilweise nicht immer so ganz genau zu erkennen, ist es jetzt ein A oder ein U. Und, also das ist wie... ja, dadurch ein bisschen exakter gemacht wird. Und der zweite Schritt ist natürlich, wenn man das heute übersetzt, kann man Rückschlüsse darauf ziehen, wie sich der Dialekt verändert hat, von damals zu heute. Genau. Ja, jetzt bin ich eigentlich auch schon fast am Ende. Wie wir Citizen Science in Zürich unterstützen, das sind so unsere... Pfeiler, wir haben eine Plattform, das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, diese Website von dem Sprachprojekt, das war diese Plattform, das ist ein Projekt, es wird aber auch mehrere Projekte noch geben, die virtuelle Plattform, dann sehen wir uns aber auch als reale Plattform, wo sich Leute treffen, wir haben Veranstaltungen, wir stehen sehr jederzeit zur Verfügung für Fragen und für Ideen. Wir möchten auch das Wissen den Leuten in die Hand geben dazu, wie man Citizen Science machen kann, wie man eine Fragestellung entwickelt, welche Methoden es gibt. Da kommt auch wieder diese partizipative Wissenschaftsakademie mit rein, die ich erwähnt habe, die Weiterbildung anbietet für Bürgerinnen, aber auch für Forschende zum Thema Citizen Science und partizipative Forschung. Die Community, da sind wir gerade dabei, die aufzubauen. Also die Gemeinschaft an Leuten, die sich für das Thema, sich für einzelne Themen interessieren, aber auch vielleicht für die Methodik Citizen Science. Und wir haben auch Partnerschaften national und international, um uns auszutauschen und um auch diese Projekte auf die Projekte sichtbar zu, um die Projekte sichtbar zu machen. So. Ja, was möchten Sie gerne erforschen? Wenn Sie eine Idee haben oder Fragen oder Gedanken, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Wir sind auf jeden Fall für Sie da. Jeder ist willkommen. Man muss nicht an der Uni angegliedert sein oder schon viel geforscht haben. Also es geht gar nicht darum, was man schon gemacht hat, sondern was man machen möchte und was man die Themen, die einen so umtreiben. Aktuelles, ich habe Ihnen ein paar Veranstaltungen aufgeschrieben. Wir haben ungefähr einmal im Monat ein Brownback Lunch, also so eine Mittagsveranstaltung an der Universität. Die ist auch offen für alle, also nicht nur für Uni-Angehörige. Der nächste ist morgen Mittag. Dann der nächste ist wieder am 5. Juni. Die Infos finden Sie auch auf unserer Webseite citizenscience.ch unter Events. Sie können sich... nächste Woche ist das Pint of Science Festival hier in Zürich. Das ist ein Wissenschaftsfestival, was eigentlich aus Großbritannien kommt, aber weltweit stattfindet und dieses Jahr zum ersten Mal in der Schweiz und eben in Zürich auch, 3 Tage, wo in 3 verschiedenen Bars, Kneipen, einen Abend lang Forschende ihre Forschung präsentieren. Eine davon ist auch das Bequem, was hier ETH da unter der Terrasse da ist. Wenn Sie pintofscience.com eingeben und dann ein bisschen runterklicken, da ist so eine Schweiz-Flagge und dann muss man sich ein bisschen durchklicken, ist ein bisschen schwierig, aber Sie finden es. Und dann kann man sich auch über unsere Website für unseren Newsletter anmelden, dann bekommen Sie auch
regelmäßig die Informationen, was wir so machen an Projekten und an Veranstaltungen. Ja, dann wäre ich eigentlich soweit am Ende. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt gleich... Vielen Dank, vielen Dank. Sind alle noch hier? Ja. Das hat sich sehr gelohnt. Okay, vielen Dank. Freut mich. Wir haben ein bisschen überzogen, es tut mir sehr leid. Ja. Aber ich denke, es war jetzt sehr ein spannender Einblick, was sonst noch läuft an der ETH Uni und was man sonst noch tun könnte. Ja. Ich würde vorschlagen, dass wir kurz noch fragen, wo Sie denken, dass das alle interessieren könnte, stellen, beantworten, versuchen nachher... warten die, glaube ich, draußen schon längst den Apéro reinzubringen. Ist das gut so? Gibt es Fragen, allgemeine Fragen für alle? Und sonst kennen Sie jetzt die Köpfe, die Sie angehen können? Wir sind alle hier während dem Apéro. Mhm. Ja. Noch eine kleine Frage. Gibt es Projekte zum Bereich Astronomie? Ja, auf jeden Fall. okay. Da gibt es ja auf jeden Fall sehr viele Projekte zum Thema Astronomie. Also Astronomie ist ja auch so ein Fachgebiet, wo sehr viel hobbymäßig auch gemacht wird. Und auf den Plattformen, die ich vorher gesagt hatte, also Zooniverse zum Beispiel, basiert auf einem Projekt, das hieß Galaxy Zoo. Das wurde auch hier von einem Forschenden von der ETH mitentwickelt, wo es darum geht, Galaxien zu bestimmen. Und das finden Sie auf der Plattform auf jeden Fall. Ich denke auch bei Schweiz forscht, wenn Sie Astronomie anschauen. Da auf jeden Fall. Der Apéro ruft. Ja, die Luft wird ein bisschen dick. Vielen Dank für Ihre Geduld und dass Sie hier sind nochmals. Und jetzt, glaube ich, gehen wir anstoßen. Ja, danke.